Hi Kinder, ich bin's wieder, eure Kira und diesmal mit unserem Wildschwein vorne. Und heute möchte ich mit euch einen Tanz machen und zwar einen Stopptanz. Kennt ihr bestimmt alle. Wir tanzen zur Musik und immer wenn die Musik ausgeht, bleiben wir alle wie versteinert stehen. Das kriegen wir hin. Aber ich weiß ja, dass ihr richtig gute Tänzer seid und das alles gut hinkriegt. Und deswegen habe ich mir überlegt, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, nach jeder Versteinerungsphase, also nach jeder Stoppphase, kommt noch eine Übung, die wir mit einbauen. Und diese Übung, die mache ich euch dann vor. Und in der Zeit machen wir diese Übung, bis die Musik wieder anläuft. Und dann tanzen wir weiter. Ihr werdet das sehen, wir probieren das alles aus. Ihr werdet gucken, was ich mache und ihr macht das einfach alles nach. Das wird ganz einfach werden. So, dann macht euch ein bisschen Platz, dass wir uns bewegen können. Und dann geht es gleich los, wenn die Musik startet. Und wir tanzen erstmal einfach. Seemann, der sagt, du kannst nicht tanzen. Seemann, der sagt, du kannst nicht tanzen. Seemann, der sagt, du kannst nicht tanzen. Der hat keine Ahnung. Seemann! Hey ho, schwing die Beine. Hey, lass los die Leine. Hey ho, schwing die Beine. Seemann, du kannst tanzen. Oh, okay. Wir waren versteinert. Jetzt kommt unsere erste Übung. Und zwar nehmen wir einmal ein Bein hoch. Und wir klatschen unter dem Bein. Dann kommt das andere. Und immer im Wechsel. Und wir klatschen unter den Beinen durch. Schön hoch die Knie. Und weiter geht's mit Tanzen. Und achtet drauf, wenn die Musik ausgeht, müssen wir uns wieder wie versteinert hinstellen. Nein, du kippst nicht um, nein, du kippst nicht um. Auf dem Bankenschiff, da kannst du stehen. Du bleibst sogar im Sturm entstehen. Im Sturm entstehen. Schau. Die Musik. Oh, okay. Nächste Übung. Wir springen immer auf und zu. Und auf und zu. Und wir nehmen die Arme mit. Auf halbe Höhe. Im Blut und im Beat dazu. Und weiter tanzen. Im Blut hast du sowieso. Denn der Wind, der singt dir immer ein Lied. Tag ein, Tag aus, wie der Wind gerade steht. Seemann, der sagt, du kannst nicht tanzen. Seemann, der sagt, du kannst nicht tanzen. Okay. Jetzt stehen wir auf einem Bein. Und versucht mal das Bein ganz an das Standbein zu kriegen. Den Fuß hier schön ans Knie. Könnt die Arme ausbreiten und dann bleiben wir so stehen. Wie ein Storch, der gerade sein Bein angezogen hat. Super, weiter. Und lösen. Und die nächste Aufgabe ist, versucht mal, eure Fersen an den Po zu kriegen. Dass ihr mit dem Hacken euren Popo berührt. Und weiter tanzen. Bis das Bein im Morschendeck versteckt. Hey, hey. Und dann tanzt du halt auf dem anderen Bein. Ein Seemann muss flexibel sein. Okay. Nächste Übung ist unsere Schere. Die haben wir schon mal gemacht. Ich glaube in Türchen 2 oder 3. In Schrittstellung. Und wir springen auf und zu. Und weiter geht's.
Sehr gut. Und jetzt, als nächste Übung, gehen wir immer in die Hocke, berühren unsere Füße und springen nach oben. Und wieder die Fußspitzen berühren und nach oben springen. Und springt schön hoch. Und springt. Und wir tanzen weiter. Schaut mal, das Wildschwein applaudiert euch sogar. Das habt ihr richtig gut gemacht. Dann machen wir jetzt noch die Abschlussrakete. Oh, guck mal, jetzt liegt er sich sogar schon schlafen. So, mittlerweile können wir die, glaube ich, ne? Brauche ich gar nichts mehr vormachen. Wir fangen an mit 1, 2, 3, 4 und tschüss. Tschüss, Kinder, ich freue mich auf morgen. Macht's gut.